Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil für Berserker Mod. Ich muss immer echt aufpassen, dass nachdem ich in meinem Aufnahmeprogramm OBS auf Aufnahme gedrückt habe, ich mit dem Mauszeiger nochmal in mein Spiel reinklicke, weil ansonsten, was ich ganz witzig finde, beende ich mit meinem Joypad, mit meinem Controller auf B die Aufnahme. Scheinbar hat OBS auch Controller-Support oder so. Naja, okay. So, gucken wir mal. Ich habe den Raum gehasst. Ich habe ihn wirklich gehasst und super schwer gefunden. Ich bin gespannt, was sie sich jetzt haben einfallen lassen, um den noch schlimmer zu machen. Kann man den noch schlimmer machen, ist die Frage. Jambot ist leider ziemlich sicher. Jupp, aber hallo. Das war ein ganz schön krasser Treffer. What the fuck? War ich schon so tot oder was ist los? Das ist gerade... That escalated quickly. Ich habe keine Ahnung, was da gerade alles passiert ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich gehe jetzt mal. Ich glaube, ich gehe mal kurz da raus jetzt aus der Gruppe. Okay, die haben mir jetzt Vierlinge draus gemacht. Aber die hauen sich ganz gut selber, gegenseitig. Das ist schön. Oh, das ist schon ein bisschen sehr gemein jetzt hier, ne? Das ist schon ein bisschen sehr gemein. Ich habe mir das tatsächlich schon gedacht, genauso. Das macht sehr viel Sinn, dass die einfach verdoppeln. Hat eigentlich jemals jemand von euch die Armbrust hier in dem Kampf benutzt? Weil ich denke mir jedes Mal so, oh, die Armbrust wäre hier, glaube ich, sehr gut. Aber ich habe es ehrlich gesagt selber noch nie getestet, ob die Armbrust hier wirklich gut ist. Au. Oh. Schön langsam wird es aber hier brenzlig. Oh, guck mal, und die haben die Glocken entfernt. Die haben noch zusätzlich die Glocken entfernt. Damit es noch einen Schritt extra gemein wird. Das ist schon sehr mies, ne? Uiuiuiuiuiuiui. Da ist aber jemand wütend. Dreh den nicht um. Der Kommissar geht um. Ich weiß nicht, Kommissar ist wahrscheinlich so ein Rang, oder? So ein richtiger. Es ist nicht jeder Polizist Kommissar. Weil Leon war ja mal Polizist und deswegen würde es sogar Sinn machen. Wenn er sich umdreht, ne, dann wird er erschossen. Na gut, den ersten haben wir schon. Nein! Gemeinheit, loslassen! War sein Name. Ach guck, die droppen hier sogar Magnum-Munition, das ist nett. Dreckige Perlenkette, das ist ja gemein, die sind ja überhaupt nichts wert. Warum denn dreckige? Nein,
Na gut, das war irgendwie alles gar nicht so schwer. Der Mod verändert zwar die Gegnerkonstellation, macht einiges ziemlich gemein und ziemlich cool, aber dafür gibt er einem schon auch die adäquate Bewaffnung, kann man sagen, ne? Das ist schon ganz nett. Mit so ein paar Magnum-Schuss, da kann man auch mal auf ein paar Glocken verzichten. Okay, cool. Ich hab's mir wirklich schlimmer vorgestellt. Und ich, schön langsam, zieht sich das durch, Leute. Das ist jetzt, glaube ich, quasi das 20. Mal, glaube ich, seit ich den Mod spiele, dass ich sage, das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Und dann gibt's aber wieder Passagen, die im Original-Vanilla-Spiel vollkommen banal sind und die in dem Mod dafür so richtig durchdrehen. Und ich denke mir, holy shit. Aber hey, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einige wenige Passagen, die hat der Mod, finde ich, sogar fairer gemacht. Einfacher gemacht als im Original. Na schön. Dann gehen wir mal in den Thronsaal. Ashley! Leon, stopp! Nein, komm nicht näher! Bist du verletzt? Pass auf! Bitte, fahrt fort. Wehr dich nicht, Liebes. Glaub mir, die Qualen wären nur noch unerträglicher. Ist doch alles gar kein Problem. Dafür haben wir doch die Maske. Für was haben wir denn die stylische Maske? Guck, ist alles abgeprallt. Die ist schleimabweisend. Schwarze Flüssigkeit abweisend. Aquí nos despedimos, Señor Kennedy. Señor Kennedy! Knochifiziert. Es wäre irgendwie voll cool, finde ich, wenn die Sonnenbrille zwar einem vor Blendgranaten schützen würde, aber dafür wird alles ein bisschen dunkler. Das wäre irgendwie ein cool, oder? Ist aber, glaube ich, nicht so. Was wollte ich denn gerade? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ach ja, ich habe mal ein Video über die schwarze Flüssigkeit gemacht, ne? Diese mysteriöse schwarze Flüssigkeit, die auch ein großes Fragezeichen für mich ist in der Resident Evil Lore. Ich habe in der letzten Folge schon über die Plugger geredet, die schon irgendwie kompliziert sind. Und diese schwarze Flüssigkeit und was die mit den Plugger zu tun hat, das ist nochmal irgendwie... schwieriger. Und an eine Sache habe ich nämlich gar nicht gedacht, während ich über die schwarze Flüssigkeit geredet habe. Das nenne ich mal eine Punktlandung. Denn in dem Video über die schwarze Flüssigkeit habe ich so ein bisschen in der Resident Evil Lore quasi erzählt. Was ich aber nicht erwähnt habe, und das ist vielleicht ganz interessant noch zu erzählen, ist, dass ja der Mythos von so schwarzer Flüssigkeit... die irgendwie Alien-Origin hat und so weiter und so fort, wirklich Bestandteil von echten Verschwörungstheorien ist. Und es gibt auch eine Akte X-Folge dazu, oder mehrere Akte X-Folgen, ne? Das ist wirklich so eine große Verschwörung über diese mysteriöse Alien-Flüssigkeit, die Gedankenkontrolle auslöst oder sowas in der Art. Witzigerweise kam diese Information von einem Kommentar unter meinem Schwarze-Flüssigkeits-Video, der, glaube ich, ein bisschen zu deep in diesem Rabbit Hole drin war. Also ich glaube, ne? Der war Verschwörungstheorie technisch ganz fit unterwegs. Naja. Aber ja, das könnte natürlich schon sein, dass diese Legende, diese Urban Legend, dieser Mythos von der schwarzen Alien-Flüssigkeit da so ein bisschen Inspiration war. Dadurch erfahren wir jetzt nichts über die Resident Evil Lore. Also ich denke nicht, dass das andeuten soll, dass die Plagge Außerirdische sind. Wobei das echt... Wow, das wäre... okay. Das wäre interessant auf jeden Fall, ne? Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber dafür gibt es eigentlich nicht wirklich Indizien. Aber ja, könnte schon sein, dass die schwarze Flüssigkeit zumindest inspiriert ist quasi davon. Was zur Hölle? Warum hält der so viel aus?
Vielleicht sollte ich doch zur Schubflinte wechseln. Ich muss sagen, der Käfer-Kanalisationsabschnitt im Ada Wong DLC, den mag ich nicht. Der nervt mich ein bisschen. Ich weiß nicht warum, der ist vielleicht zu lange oder so. Gefällt mir nicht. Der hier hat dagegen, finde ich, eine gute Länge. Ich wäre fast enttäuscht gewesen, wenn nicht irgendwie sowas wäre, ne? Ich habe jetzt nicht unbedingt mit dem Regenerator gerechnet. Ich dachte, Krauser kommt gleich ums Eck oder so. Aber das ist natürlich großartig. Das gefällt mir gut. Ich möchte den töten. Auch wenn es eventuell sehr dumm ist. Aber ich würde den irgendwie gern umbringen, weil ich gern wissen würde, welchen Loot der droppt. Oh nein, die haben sogar eine Iron Maiden hier platziert. Sind die dumm? Manchmal geht's ein bisschen zu weit. Die packen hier einfach eine Iron Maiden rein. Was zur Hölle. Aha, und der hat die Krone. Ich verstehe. Die packen hier eine Iron Maiden ins Labyrinth. Sind die bescheuert. Das ist sehr cool. Touché. Nee, ich muss sagen, damit habe ich wieder mal nicht gerechnet. Ich habe mit vielem gerechnet. Ich dachte wirklich, Krauser kommt wieder so ein bisschen, ne? Ab und zu mit dem Messer raus. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Ach, und hier kriegen wir jetzt die Armbrust. Interessant. Die kann ich gleich in die Aufbewahrung senden, weil die werde ich verkaufen. Tschüss, Armbrust. Keiner mag dich. Es mag wirklich niemand die Armbrust, oder? Bestimmt habe ich jetzt wieder irgendwie ein wütend gemacht. Wetten, unten in der Kommentarsektion ist mindestens ein Kommentar drüber. Also eigentlich ist die Armbrust die beste Waffe im Spiel. Es ist ein Skill-Issue, wenn man die nicht gut findet. Oder ähnliches. Genau genommen. Hat Spielentwickler XY bei einem Interview bei Minute 1,65 gesagt, dass die Armbrust und so weiter. Das sind so die üblichen Kommentare. Und meistens stimmt's dann nicht mal. Das ist immer das Beste. Das ist wirklich so. Das ist immer das Beste, wenn immer Leute ankommen und sagen, also actually ist das aber in Wirklichkeit so und so. Das hat nämlich hier, da und da, in dem Video, in dem und dem Interview, wurde das bestätigt und bla 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 bla. Und dann bin ich manchmal so blöd und denke mir, na, das klingt sehr fundiert, was der da schreibt, ne? Das werde ich mal lieber überprüfen. Und natürlich stimmt's nie. Es stimmt einfach nie. Wenn irgendjemand in YouTube-Kommentaren sowas schreibt, dann stimmt's einfach nie. Das ist ein Naturgesetz. Je länger und umfangreicher der Text ist, desto falscher ist er. Ich schwör's euch, so ist es. Okay. Nur das Beste vom Besten. Händler. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem bevorstehenden Boss habe ich jetzt gerade gar nicht so die Bangel. Gute Arbeit. Wenn
ich das mal so sagen darf. Ist ein Neologismus, ist ein neues Wort, habe ich erfunden. Habe ich jetzt gar nicht so die Bangel, weil erfahrungsgemäß im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Gibt mir das Spiel genug Feuerpower, dass ich so Gegner einfach weghusten kann. Wie eine Fliege vom Brot. So. Edelsteine benutzen. Ich kann... Nein! Ich hätte mir den gelben Stein aufheben sollen, nicht Trottel. Soweit habe ich nicht gedacht. Dann könnte ich jetzt den wertvollsten Schatz im kompletten Spiel herstellen. Den absolut wertvollsten Schatz im Spiel. 1 Million wäre der, glaube ich, wert, wenn ich mich recht erinnere. Aber leider würde ich nur einen 4-Farben-Bonus hinkriegen. Maximal 75.000. Ey, da warte ich. Da warte ich jetzt ab. Vielleicht kriegen wir noch einen gelben Edelstein. Weil dann kann ich das Ding halt wirklich massiv pimpen. Also Power-Pimpen. Power-Pimpen Deluxe Ultra. Aber ich mache mal hier einen 3-farbigen, also einfarbigen Blau-Trio-Lampe. Das ist auch schon gut. Willkommen. Aber die Krone behalte ich mal noch. Wenn wir da mal noch einen gelben Edelstein... Oh, Carter! Der Link kam gerade von der Seite und gerade als ich verkaufen wollte, hat er sich mit dem Kopf so in den Controller geworfen und meinem Daumen auf Steuerkreuz gedrückt. Der wollte die Krone auch verkaufen. Ich hab deine Kritik zur Kenntnis genommen, Carter, aber ich möchte trotzdem jetzt bitte noch schauen, ob wir vielleicht jetzt noch einen gelben Edelstein kriegen. Ich werde hier eh speichern, Linky. Und wenn ich es nicht schaffen sollte, jetzt den Bosskampf, ne? Kann man immer noch die Krone verkaufen. Aber ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich mir so ein Ticket hole und dann machen wir die Broken Butterfly auf. Ultimate Power Deluxe. Ja. Und? Schon entschieden, welche Waffe du damit aufpolieren willst? Sag Bescheid. Nein, da brauchen wir... Nein. Du hast ein Ticket, stimmt's? Ach so, warte. Sehr schön. Such dir eine Waffe aus. Ich kümmere mich um dich. Ich habe gerade für einen kurzen Moment vergessen, dass das ein Entweder-Oder ist. Du weißt, was gut ist, Partner. Okay, dann hätten wir jetzt zumindest... Oh ja, und ich könnte mir leisten... Oh ja, komm, das machen wir. Probier mal, ob's passt. 36 Angriffskraft hat die Magnum jetzt. 36 Angriffskraft. Wäre das dann alles? Nee. Stirb mir da draußen nicht. Nicht ganz. Ach, die Killer 7 habe ich eh noch im Inventar. Die habe ich eh nicht weggeschickt. Okay. Aber stimmt, die Armbrust, die verkaufe ich. Die Armbrust verkaufe ich. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Die kann weg. 10.000. Besten Dank. Kann man vielleicht noch was damit anfangen? Wenn du eine Chance haben willst. Solltest du übers Tunen nachdenken. So. Linky ist die ganze Zeit an der Maus und... okay. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute Schluss, weil die letzte Folge war eh super lang. Da machen wir heute ein bisschen kürzer. Aber Merlin steckt gerade neben mir und braucht irgendwas von mir. Und das ist ein guter Moment, um jetzt für heute aufzuhören einfach. Tschüss, bis dann.